jetzt begrüßen wir unsere wunderbare Moderatorin des heutigen Abends, Nega Amiri. Hallo, Comedy Studio Berlin. Geil. Herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Comedy Studio Berlin. Ein Riesenapplaus für euch, dass ihr hier seid. Geil. Alle geimpft, getestet hier bei uns. Sehr, 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 sehr schön. Die vierte Ausgabe Comedy Studio Berlin. Ich bin übertrieben glücklich, hier zu sein. In live, ne, ist doch der Hammer. Wir haben Riesen, wirklich die besten Newcomer im deutschsprachigen Raum und die angesessenen Künstler, die ich jetzt erstmal aufzähle. Und wir klatschen jetzt so richtig schön für alle Künstler, damit die schön motiviert sind heute. Unser erster Künstler ist zum Beispiel Aladdin, mit dabei. Shari Litt, auch am Start. Robert Allen. Alex Stolt. Jana Jansen. Setare. Und Samuel Sibilski. Geil. Ich habe die Reihenfolge gerade sowas von verkackt, aber egal. Einfach falsche Reihenfolge. Aber alles gut, nein, voll schön, dass ihr hier seid. Wisst ihr, das allererste Mal hier bei Comedy Studio Berlin? Einmal klatschen. Klatschen, klatschen. Oha, wow. Wow, no neues Publikum. Geil. Wer war schon mal hier? Klatschen, bitte. Oh, eine. Ey, wie geil. Das ist ja geil. Und das ist dein Freund, oder? Ach, dein Bro, cool. Du hast ihn gezwungen herzukommen, oder war das so? Ah, eher andersrum, geil. Ja, Hammer. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Marlina. Riesenapplaus für Marlina. Zum zweiten Mal bei Comedy Studio Berlin. Geil. Ey. Wir geben heute hier richtig Gas. Ich merke schon, das wird geil. Ja, ich erkläre euch Comedy Studio Berlin. Das ist eine Show für Newcomer und bereits eingesessene Comedians. Wir haben wirklich nur die Besten vom Besten, keine Kosten und Mühe gescheut und haben die für euch hier platziert. Es werden wirklich grandiose Sets gespielt. Ihr werdet richtig Spaß haben, ich weiß es. Und ja, jetzt will ich euch mal so ein bisschen kennenlernen. Sieht Hammer aus. Wie heißt du, mein Lieber? Benjamin. Oh, Benjamin. Ein Typ, auf den ich stehe, heißt Bene. Bringt aber nichts, oder? Benjamin, und du? Paul. Paul? Ja. Ja, Paul, geil. Du hast ein bisschen Weed geraucht heute, oder? Das ist so richtig. Ich habe dich vorhin schon beobachtet von draußen. Erstmal Bier am Handy, so richtig. So halb einschlafen, cool. So, wen haben wir denn hier? Ihr zwei? Matthias. Oh, Matthias. Und? Julius. Und Julius. Ihr seid richtig Traumpaar, oder? Man merkt so, die sind so ineinander, so eingegroovt, so direkt, so. Ihr seid einfach eins, so, ne? Es sind so diese Paare, die sehen auch schon aus wie Geschwister. Kennt ihr diese Paare? Seid ihr schon verheiratet? Oh, das sieht man. Riesenapplaus, wann seid ihr verlobt? Wow. Ey, ich krieg Gänsehaut. Wirklich, man spürt die Liebe, während die reden. Das ist so schön, Mann. Wirklich, voll geil. Ich will auch. Geil. So, Pamir. Geil. Geil. Du siehst aus wie Steve Jobs. Das ist auch, wie heißt du denn? Du mit der Brille und Rollkragenpullover? Klaus Jobs. Geil. Heute ungetauft. Und dein Freund? Thomas. Thomas, mein alter Mathelehrer übrigens. Spaß, nein, aber der sieht so aus. Geil. Ja, geil. Wo sind meine Mädels? Wo sind die Frauen? Ich brauche Frauensupport. Wo seid ihr? Die guckt einfach weg. So, guckt nach da. Ich so, wo sind die Frauen? So, Support. Wie heißt du, meine Liebe? Du. Eigentlich nicht, aber ja, du. Ja. Ja, erst du und dann du. Wie heißt, okay, oh. Wie heißt du? Kiki. Kiki, was für ein geiler Name. Wie Kiku, aber mit I. Okay, da war nichts. Wie heißt du, meine Liebe? Ja, ja, jetzt du. Anni, schön, schön, dass ihr hier seid. Richtig schön. Geil, geil. Wer ist aus Berlin? Einmal klatschen, bitte. Wow. Nice, ich liebe Berlin. Wer ist vom Weiten angereist? Klaus? Ja, keiner aus Weiten angereist, okay. Sind mir noch nicht so viel wert, aber komm. Ja, voll geil. Ich freue mich übertrieben, hier zu sein. Wer ist alles vergeben? Einmal kräftig klatschen, bitte, die Vergebenen. Geil.
Voll schön, Mann, so viele Vergebene. Nach Corona, alle haben echt so... Nach Corona, echt viele Vergebene. Früher in Berlin war immer Todesstille bei Vergeben, wirklich. Nach Corona, alle raus. Wer ist Single? Einmal klatschen, bitte, die Singles. Okay, warum klatschen dieselben, bitte? Einfach selbe Menschen klatschen bei Weihen, ich verstehe gar nichts mehr. Offene Beziehung. Wir wissen noch nicht ganz. Wir sind so divers. Geil. Wer ist alles vergeben, wäre aber gerne Single? Das sind meine Lieblinge, darauf warte ich immer. Bist du mit deinem Freund hier? Mit deinem Mann. Und du willst... Alter, diesen Mann, der sieht aus wie Ricky Martin. Ich schwör's dir, du, der wirklich hot. Ihr bleibt zusammen, ihr seid süßes Paar. Manchmal gibt es Krisen, aber da müssen wir durchgehen, oder? Riesenapplaus für dieses Paar, was auf jeden Fall zusammenbleiben wird, weil die einfach zusammen geil aussehen. Ey, ich muss euch sagen, ich bin Single und ich bin Iranerin. Und das ist nicht so typisch für eine iranische Frau, mit 28 noch Single zu sein. Im Iranischen ist für Frauen wie ich ein Begriff, das heißt Torschide, bedeutet übersetzt verschimmelt. Ey, das ist wirklich so kacke, ne? Weil meine Freunde kommen immer zu mir so, ja, Nega, hast du keine Angst davor, alleine zu sein? Und ich tue immer nach außen so auf selbstbestimmte, erfolgreiche Frau, mir scheißegal, ob ich keinen Mann habe, ist mir egal. Aber da bist du zu Hause und machst dir selber Druck. Da sitze ich da und denke, scheiße, meine Uhr läuft bald ab, Mann. Die Männer würden sowas nie machen, ihr würdet nie so nach unten gucken und denken, scheiße, meine Hoden laufen bald ab. Würde einfach nie passieren. Und meine Freunde immer so, ja, Nega, was ist dein Typ, Mann? Was ist denn dein Typ, Mann? Singles, ihr kennt das, wir wissen nicht, was mein Typ Mann ist, aber ich habe in die Vergangenheit geschaut, um zu gucken, was mein Typ Mann ist. Ich stehe einfach auf Arschlöcher. Wirklich, mittlerweile, ich bin froh, wenn er atmet, so. Ich habe gar keine Ansprüche mehr, nein, aber wenn ich mir einen Anspruch aussuchen dürfte, dann, dass er eine eigene Wohnung hat. Ohne Scheiß, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern, die so dicke Autos hatten, aber kein Geld zum Tanken und bei der Mutter zu Hause gewohnt haben. Deshalb, ich suche meine Männer auch nicht auf Tinder, sondern auf Immobilien-Scout. Danke. Ja. Aber nicht so einfach. Ich rufe da auch immer an, so bei Besichtigung. Also so bei Immobilien-Scout gibt es doch so Inserate. Ich rufe da einfach random an, ganz cringe. Hallo, ich habe zwar keine Wohnung als Angebot, aber ich habe noch 25 Quadratmeter frei in meinem Herzen. Ruf mich doch an, aber bitte erst, wenn du den Mietvertrag unterschrieben hast. Ich gehe auch so manchmal zu Besichtigungen, die ich mir absolut nicht leisten kann, um Männer kennenzulernen, die es sich leisten können. Zieh mich auch so schick an, habe so ein Buch dabei, wo die Männer auf mich reagieren. Was tun bei Nymphomanie? Ihr lacht, das hat einmal so gut geklappt, ich musste entgegensteuern mit ein anderes Buch. Was tun bei Scheidenpilz? Scheiße. So die erste Reihe kriegt voll den Abtörner gerade heute. Alles, es hat so gut angefangen. Deswegen wird es, glaube ich, Zeit für den ersten Künstler des heutigen Abends. Er ist großartig. Er hat 2018 beim Nightwatch Talent Award mitgemacht. Ein grandioser Künstler. Seitdem ist er super, super erfolgreich auf den deutschsprachigen Bühnen unterwegs. Bringt die Menschen zum Lachen. Ich mag ihn sehr. Macht einen Riesenlärm. Wirklich einen riesen Lärm. Für unseren ersten Künstler des heutigen Abends, Aladdin! Endlich wieder ein brauner Österreicher in Deutschland. Also ich habe es geschafft. Man sagt doch in Österreich, also sagen mir öfters, Aladdin, wenn du Erfolg haben willst mit in der Entertainment-Branche, musst du nach Deutschland, weil die Deutschen hören gerne einem Österreicher zu, das kennen wir von der Geschichte. Und also man muss halt echt sagen, in Österreich ist es echt schwer, Erfolg zu haben, aber ich habe es dennoch so ein bisschen geschafft, ja. Also ich kriege ganz tolle Schauspielrollen, so als Vergewaltiger, Terrorist, Rapper, also ziemlich gute Rollen, ja. Wer war schon mal in Wien bei euch, also von euch? Mal klatschen. Also, Wien ist ja die lebenswerteste Stadt der Welt, 11-mal hintereinander. Und ich bin jedes Mal schockiert, so wenn ich in Deutschland bin, weil ich so verwöhnt bin. Also es gibt sehr wenige Obdachlose bei uns, ja.
Und wenn ich da in Deutschland zum Beispiel die Obdachlosen sehe, und dann mache ich immer so einen Vergleich, bei uns sind sie voll energisch. Also die Wiener Obdachlosen sind halt immer so, hey, hast du einen Euro für mich, Mann? Weißt du, ich denke mir so, Bro, chill mal, wie viel Energie hast du, weißt du? Also ich habe mich daran gewöhnt, so auch in der Schweiz, in Zürich, habe ich mal einen Obdachlosen, einen Penner getroffen. Penner darf man ja nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Also Penner getroffen und er sah so fresh aus, er war so der George Clooney von den Obdachlosen. Da habe ich mir gedacht, alright, dem spende ich was. Dann habe ich ihm 5 Franken gegeben, er gibt mir 20 zurück. Dann sagt er so, wer ist hier der Penner? Also, ich heiße wirklich Aladdin, für die, die glauben jetzt, dass das mein Künstlername ist. Also, ich heiße wirklich so. Und ihr müsst euch denken, mit so einem Namen bist du automatisch eine Zielscheibe. Aladdin. So, jeder wird auf einmal so Comedian, so, wo ist die Wunderlampe? Das höre ich so oft. Und die Leute glauben so, ich höre das zum ersten Mal. Und irgendwann musst du ja so dagegen kontern. Irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn jemand nochmal fragt, wo die Wunderlampe ist, sage ich so, die Wunderlampe ist unten, wenn du dran reibst, darfst du dir 3 Sachen wünschen. Irgendwann muss man halt kontern, weißt du? Ja, ist echt schwierig. Aber ich komme ja ursprünglich aus dem Irak und wir hatten es eigentlich ziemlich wohlhabend dort. Also ich habe nur so Markensachen getragen, so Mikey, Abibas, Reebok. Ja, ich merke halt immer wieder, also ich bin öfters mit meiner Mutter im Irak und wir besuchen unsere Family und ich merke halt immer wieder, dass ich so extrem integriert bin, ja. Also ich bin schon ein Wiener so. Also wenn ich dort bin, werde ich automatisch zu so einem Habsburger, so ein Adeliger werde ich auf einmal so. Oh mein Gott, warum stinken hier die Leute, weißt du, so. Also meine Gedanken werden urkomisch so. Warum sind die Fliegen so komisch? Sie stinken alle. Oh, das kann ich mir nicht leisten. Und ich so, fuck, werde wieder Ausländer, weißt du? Das geht nicht. Und ich habe halt gemerkt, so woran merkt man, dass man im Ausland ist, dass die Fliegen einfach so im Gesicht so einfach stehen bleiben. So. So in Deutschland und in Österreich, wenn du so ein bisschen so wedelst, fliegen sie weg. So in ärmeren Ländern, die chillen einfach so hart. Sie gehen so in die Nase, in die Augen rein. So denkst du so, shit, also du wirst schon so hingehen und so wegklatschen, aber ja, also ich habe mich so hart integriert, ich pack's gar nicht mehr. Also ich bin ja auch in 3 Ländern aufgewachsen, so Irak, Türkei und dann in Wien, ja. Und in Wien habe ich mich sehr gut integriert und ich merke halt jetzt immer wieder so, dass ich eigentlich so mit meinem Namen sehr viele Schwierigkeiten habe, dass ich einen Job bekomme. Und ich war eine Zeit lang, habe ich Gras gedealt, ja. Weil, weißt du, wenn mit Aladdin, Gedik, Jamil, Osman, Obeidi, wenn du so einen Namen hast, denken sie direkt Terroranschlag so. Und ich bin ein sehr schlechter Businessman. Also ich bin so einer, wenn man mir sagt, so, du kriegst jetzt 3.000, sage ich so, 2.000, weißt du so. Also es klappt bei mir gar nicht. Und ich habe auch aufgehört zu smoken. Also ich habe 10 Jahre lang gekifft. Say no to drugs. Danke, dass ihr klatscht. Dankeschön. Es war echt hart. Vor 4 Stunden habe ich aufgehört, es war echt hart. Also wirklich sehr hart zu kiffen. Und ich merke halt so immer wieder, also wenn ich jetzt so mit meinen österreichischen Kumpels abhänge und die kiffen, die sind so sehr organisiert. Also das sind so organisierte Kiffer, die haben so Papes bereit, sie haben so eine Box und ihr Bongwasser ist immer gewechselt. Aber wenn ich mit meinen Kanakenfreunden chill, die sind so extrem unvorbereitet. Also ich habe immer gemerkt, so bei einem Freund zum Beispiel, da waren wir bei ihm zu Hause und es liegt einfach so eine Frau auf der Couch, so eine ältere Dame. Ich so, Bro, stört sie das nicht, wenn wir hier kiffen? Sie so, na, das ist meine Oma, das passt schon, das ist nicht so schlimm. Und ihr Bongwasser ist immer so hartdreckig, es ist so komplett schwarz. Und dann, wenn du so nachfragst, so, Bro, kannst du das wechseln? Er so, Bruder, nein, das kickt mehr, es muss schmutzig sein, weißt du? Und das ist so, ich hab einfach gemerkt, ich kann einfach nicht mehr, also mit meinen Kifferfreunden abhängen. Und wenn man kifft, ist man automatisch broke, ja, also pleite. Das heißt, so pleite sein ist für mich so ein Gefühl, wenn du so gar keine Kohle hast, nur so Nudeln zu Hause und du schaust währenddessen so Jamie Oliver, wer so selber seine Nudeln walzt und so die geilste Soße dazu macht. Und dann sagst du so, here we have some olive oil and oregano. Und du so, here we have some Sonnenblumenöl und ein bisschen Pfeffer. Das ist richtig traurig. Und ich habe halt gemerkt, so, also
Meine Mutter hat es echt gefeiert, dass ich aufgehört habe zu kiffen, und sie hat mich eigentlich ziemlich gut erzogen dafür, dass sie alleinerziehend war. Und Eltern sind halt, also sie klopfen halt immer so Sprüche, ja? Also die ältere Generation. Zum Beispiel, ja, ich habe einmal Scheiße gebaut, das war jetzt nicht so schlimm. Ich habe das Auto von meiner Mutter mit Wasser getankt, das war wirklich nicht so schlimm. Wir haben es eh wieder rausgepumpt. Und da hat sie mich gefragt, ja, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich gesagt, mein Freund hat es auch gemacht. Und dann hat sie gesagt, wenn er aus dem Fenster springt, springst du auch. Und das haben wir alle schon mal gehört, glaube ich. Das gibt es in jeder Sprache. Und dann hat sie mich geschlagen. Das war so das erste Mal. Wer wurde denn nicht geschlagen? Mal von euch mal klatschen, bitte. Merkt ihr, wie sanft die klatschen? Die hätten es hart verdient, wirklich. Und ich habe, man tut halt immer so hart überreagieren. Ja? Beim ersten Mal, es war wirklich nicht schlimm, es war so. Und ich bin direkt in mein Zimmer gelaufen, aber mit so einer zittrigen Stimme, dieses, warum? Und dann, wenn so Rotz rein und raus kommt, dieses, dann bin ich in mein Zimmer gelaufen und habe so, mein Leben war so einfach scheiße in dem Moment. Ich so, ich hasse meine Mutter. Und dann habe ich mir gedacht so, fuck, hast du so hart geheult, 5 Minuten lang. Und seid mal ehrlich, die geschlagen worden sind, die wissen das, das waren die besten Schläfchen, oder? Also wenn man geschlagen worden ist, man hat so lang geheult, man war so übersalzen im Gesicht so, und man hat so nice geschlafen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich habe es eigentlich vergessen, ja, aber sie hat so angeklopft. Wo sie angeklopft hat, ist mir wieder aufgefallen, okay, fuck, sie hat mich ja gestern geschlagen. Und ich muss wieder so tun, als wäre ich sauer auf sie. Ich so, was willst du? Sie so, komm essen, Aladdin, du bist mein Sohn, komm essen. Ich so, ich will nicht. Sie so, komm essen. Okay, weißt du, so direkt. Und dann waren wir essen, also am Tisch, und sie hat zu mir gesagt, Aladdin, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Ich wollte das nicht. Weil meine Mutter hat mich auch geschlagen und ich dachte, es klappt bei dir halt auch oder so. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie aus dem Fenster springt, springst du auch. Und dann hat sie mich wieder geschlagen. So, danke Berlin, mein Name ist Aladdin. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Zurück zu Nega Amiri. Riesen Applaus für Aladdin! Geil! Mega. Ey, ich hab gesehen, Aladdin, sein Name so schon als Zielscheibe, ne? Und ich hatte genau so dasselbe Erlebnis, als ich nach Deutschland kam. Ich kann das so sehr fühlen. So, ich heiße ja Nega, N-E-G-H-H wird der Name geschrieben. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Ich komme in die Schule, in einer fremden Schule, in einem fremden Land, ich kann kein Wort Deutsch. Ich stelle mich hin, schau, mein Gott, Nega, du bist ja das Einzige mit einem Schnurrbart. Stell mich vor und sag, hallo, ich bin Nega. Und die Klassenlehrerin schaut mich nur so verwirrt an und sagt, naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und ich habe herausgefunden, dass mein Name eine Beleidigung ist. Ich gehe so zu meinem Papa, ich so, Papa, mein Name ist eine Beleidigung in Deutschland. Ist ein Schimpfwort, ist die reine Katastrophe. Und mein iranischer Papa nur so, Nigga, dein Name wird mit Oha geschrieben, mein Schatz, mit Oha, ja toll. Ist ja genauso, wie wenn du Adolf heißt. Du dich zu Hause bei deinem Vater beschwerst und er sagt, ah ja, mit PH. Was macht das mit sich ihm besser? Deswegen, ich fühle Aladdin so hart, Mann. Gibt's noch jemanden mit einem komischen Namen? Kevin, Cindy? Keiner da? Keiner da? Keiner mit einem komischen Namen? Mashallah, sehr gut. Schön. Ja, geil. Ja, wir kommen zu unserer nächsten Künstlerin. Ich glaube, die hat kein Problem mit ihrem Namen. Ich finde ihren Namen eigentlich super schön. Die hat eine eigene Show in Köln, ist eine überragende Künstlerin. Wir brauchen viel, viel mehr Frauen in der Comedy-Szene. Und sie ist ein Beispiel dafür, wie lustig wir Frauen sein können. Macht einen riesen Lärm für unsere nächste Künstlerin, Shari Lynn! Dankeschön. Berlin und Umgebung. Seid ihr gut drauf? Ja. Seid ihr geimpft? Ja. Nein. Sind eure Eltern und Tanten, Verwandten geimpft? Ja. Oh, da gibt es ein paar Zweifel. Ja, da
weiß man nicht so genau. Mein Gott, was haben wir alles gelernt über unsere Verwandten und Eltern in dieser Jahreszeit oder in diesen letzten Jahren? Oder fuck, was ist los da? Ich habe zwei Sachen während Corona gelernt. Das erste ist, ich bin Team Nase. Nehmt ihr Stäbchen. Seid ihr so? Wer ist Team Rachen? Einmal klatschen. Wer, wenn er sich ausruhen kann, hier Tests und so, einmal schön den Rachen. Ja, wenige, ja. Wer ist Team Nase? Einmal klatschen, jawohl! Geil, ja, ich auch. Ich krieg das auch mal mit, so Frauen auch mal. Ja, ich mach's auch mal gerne Nase. Ich auch. Weil ich habe dadurch gelernt, oh, die erogenste Zone der Frau ist im Gehirn. Das ist auf jeden Fall, oh, dieses Stäbchen kommen, oh, geil. Oh, das ist geil. Also, ah, ich glaube, ich habe die Klitoris entdeckt. Sie ist höher, als man denkt. So, oh, das habe ich, oh, wunderschön, ja. Jetzt erkennen das einige Frauen auch hier. Oh, jetzt gehen die Diskussionen hier los. Da komme ich mit meinem Penis nicht hin, Mädchen. Fuck, scheiße. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Das andere ist, beruhigen wir uns mal wieder. Dankeschön. Das andere ist, meine Familie ist nicht Banane. Das habe ich auch gelernt. Das ist wirklich so, unser Familien-Chat ist noch bei WhatsApp, der ist noch nicht bei Telegram. Ne? Das ist so, Schwein gehabt, ne? Wenn es da irgendwie so bimmelt, weiß ich auf jeden Fall, das ist irgendwie so ein 3 Jahre altes Minion-Meme oder so. Oder meine Familie hat den Harlem-Shake entdeckt und so. Jetzt schicken die da so. Das ist nicht so Attila Hildmann, der dann sagt, ihr hättet schon längst tot sein müssen. Das bin ich sehr, sehr beruhigt. Ne? Meine Familie ist super so fortschrittlich und meine Mutter auch mega cool. Meine Mutter ist mega woke. Meine Mutter ist total woke. Ne, die ist so wirklich auch so in der LGBTQ-Plus-Community. So, findet sie richtig gut. Findet sie richtig gut. Ich weiß, ob ihr auch so Freunde habt. Sie möchte es auch auf jeden Fall, dass das jeder weiß, dass sie das gut findet und dass sie damit kein Problem hat. Da gibt es also Leute, die da freuen sich da sehr, sehr. Die kommen nicht darum. Ne? Das ist wirklich so. Meine Mutter hat einen neuen besten Freund von der Arbeit. Er heißt Benjamin oder wie sie sagt, Benny. Und Benny ist schwul. Was sie nicht müde wird zu erwähnen, ne? Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob Benny weiß, dass er irgendwie mit meiner Mutter jetzt, dass sie beste Freunde sind. Und einfach, sobald da irgendwo ein Schwuler ist und so eine Frau, dann sofort, ja, bester Freund hier, wir beide, ne? Und sie erwähnt aber nie, dass er schwul ist. Nein, das sagt sie nicht, sie nutzt so komische Boomer-Wörter, ne? Sie sagt so, hier ist mein bester Freund, Benny, er ist verzaubert. Wer hat die Leute verzaubert? Wer hat die? Und vor allem, wie löst man das, diesen Zauber wieder? Muss man einen Homosexuellen küssen, damit er sich wieder in einen Heterosexuellen verwandelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist nicht verzaubert. Sie kann nicht aufhören, das zu erwähnen. Ich weiß nicht, warum das irgendwie verzaubert sein muss. Und sie redet wirklich immer darüber. Es ist immer wieder so, ich erzähle so, ja, ich habe mir Schuhe gekauft. Weißt du, wer auch Schuhe trägt? Mein neuer bester Freund Benny, er ist verzaubert. Letztens auch, ich wohne in Köln. Das ist auch eine Entscheidung, von der ich mich finanziell nie wieder erholen werde. Und es gibt in Köln, gibt es so zwei Seiten. Es gibt, wer das nicht kennt, Köln ist eine Stadt in Deutschland. Ne? Das ist so, eine Seite, es gibt einen Fluss, der fließt da so durch. Die eine Seite ist teuer, dann ist da so ein Fluss. Und die andere Seite ist sehr teuer, wenn man da wohnen möchte. Und ich wohne auf der sehr teuren Seite. Habe ich letztens meine Mutter angerufen und gemeint, so, oh, ich glaube, ich muss irgendwie umziehen, ich muss irgendwas Günstiges. Ich versuche es mal auf der anderen Rheinseite. Und sie sofort, oh. Du willst auf die andere Rheinseite ziehen? Quasi ans andere Ufer. Weißt du, wer da auch ist? Am anderen, mein bester Freund Benny, ist verzaubert. Ich denke mal, Hauptsache, sie ist nicht Banane, deswegen mir Hauptsache, sie ist geimpft. Deswegen alles gut, okay, Mutter, alles gut. Das halte ich aus. Deswegen, sie ist geimpft, ich bin auch geimpft, ich bin doppelt geimpft. Auch, ich kann jeden verstehen, der sich nicht impfen lassen möchte. Ich mag das irgendwie halt auch nicht, dieses Gepiekse, das mag ich nicht. Ne? Ich mag es nicht, wenn man außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen in meinen Körper eindringt. Das finde ich nicht gut. Aber ich habe mich auch impfen lassen, weil ich wieder am Leben teilhaben wollte. Ich wollte einfach wieder so raus und was machen und so. Dann hat mich auch direkt ein guter Freund von mir angerufen, hat gesagt, Shari, hast du Bock auf Freizeitpark? Ich so, jawohl. Und er so, okay, komm, ich lade dich ein. Ne? So schön Phantasialand in der Nähe von Köln, zum Freizeitpark. Phantasialand, kennt ihr den? Ja, ne? Mega. Und er hat direkt gesagt, so, komm, ich lade dich ein, ich bezahle das, ich fahre dich hin, ich bezahle das Essen, ich fahre dich zurück. Dachte ich mir, klingt fair, kannst du machen, ne? 2 kleine Nachteile hatte dieser Ausflug. 9 und 5 Jahre alt. Die mussten leider mit. Das waren so Kinder von dem, keine Ahnung, was die da zu suchen hatten. Sehr anstrengend mit Kindern irgendwo hinzufahren, sage ich euch. Sehr an die hinten die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was Kinder zu erzählen haben. Ne? Noch nichts erlebt, aber alles schon 3-mal gesagt. Ich weiß nicht, was da. Scheiß drauf, die ignoriert man einfach. Ne? Das kennen hier einige.
Ja. Und ich wollte mit, aber ich dachte mir, scheiß auf, egal, weil die haben auch gesagt, die wollen noch in die Geisterbahn. Und ich liebe Geisterbahn, dachte mir, auf jeden Fall. Und es gibt, in Phantasialand gibt es diese wunderbare Geisterbahn namens Geister-Rikscha. Sie ist im Bereich Chinatown. Das ist so in Phantasialand so aufgeteilt. Chinatown, da gibt es Deep in Africa, ne? Also Sachen, wo man sich denkt, oh, 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 wie wird denn das da dargestellt? Was lerne ich denn da über die Kultur? Es ist ein bisschen rassistisch, das kann man so sagen. Es ist ein bisschen rassistisch. Ist mir aber aufgefallen, macht mir nicht so viel aus, solange es nicht meine Kultur betrifft. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ich bin im Ruhrgebiet geboren worden. Und wenn es jetzt, sage ich mal, im Phantasialand so einen Bereich geben würde, Ruhrgebiet, ne? Und dann kommt dann irgendwie so ein Maskottchen, so ein Schimanski an, so, ja, hallo Kinder, habt ihr Bock auf Jogginghose und Arbeitslosigkeit? Dann wäre so, ne, hier ist eine Linie, dann ist es meine Kultur, darüber macht man sich nicht lustig, so, ne? Chinatown halte ich aus. Man darf ja auch echt nicht, man muss ja echt nicht erwarten im Freizeitpark, dass man da irgendwas über eine Kultur oder so kennenlernt. Gar nichts. Ne? Es gibt auch einen Bereich Berlin übrigens. Es gibt einen Bereich Berlin da im Freizeitpark in Phantasialand. Und der ist auch nicht sehr authentisch, muss ich sagen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich da jemanden getroffen habe, der mir Drogen verkaufen konnte. Das ist nicht meine Berlin-Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Und dann waren wir auf jeden Fall. Wir wollten diese Geisterbahn gehen, ne? Wir wollten diese Geisterbahn gehen und wir gehen da so rein. Und das ist ja auch, diese Wege allein sind ja auch schon klasse in diesem Freizeitpark. Das sind so enge Wege, enge Gänge, so total eng und so abgesperrt. Und du gehst da so lang und so, gehst da lang. Klingt total schlimm eigentlich. Und du bist da so lang geschleust, aber so schöne Musik im Hintergrund die ganze Zeit. So total schön eigentlich. Und dann gehe ich da so lang und dachte mir, ah, eigentlich total schlimm. Du wirst lang gescheucht und total eng und so. Woran erinnert mich das? Woran erinnert mich das? Da dachte ich mir, Moment, du hast doch letztens eine Doku gesehen über Schlachthöfe. Und da ist das genauso. Das ist einfach nur ein Fakt hier, das ist gar nicht witzig, wie ihr gemerkt habt, das wollte ich einfach mal erzählen. Wir gehen da also so lang und es ist ja nicht nur diese Musik, sondern da waren auch schon so, in diesen Gängen waren auch schon irgendwie so Geister, so Hologrammgeister, keine Ahnung was. Und da mussten wir umkehren, weil das war den Kindern zu gruselig. Hat für Lappen, ne? Große Fresse, nichts dahinter, ganz ehrlich. Da war so ein Geist in der Ecke, das war wie so Hologramm mit so Laseraugen, weißt, und die Kinder und so zu gruselig, mussten wir umkehren. Und da habe ich gemerkt, ich bin erwachsen geworden. Ne? Weil früher, wäre ich früher lang gegangen, hätte so einen Geist gesehen, ich wäre auch sofort rausgegangen, ah, gruselig. Jetzt dachte ich mir nur so, oh, interessante Lichttechnik. Wie ist das denn hier genau gemacht mit den Hologrammen? Ist interessant, ne? Und da habe ich mir, ich werde erwachsen, ich bin echt erwachsen geworden, ne? Früher habe ich auch in der Geisterbahn immer Augen zugemacht und so in die Geisterbahn gefahren. Heutzutage, wenn ich in der Geisterbahn Augen zumache, dann einfach nur mal um 5 Minuten Powernap zu halten, das ist einfach nur. Und wenn da so ein Geist kommen würde, von wegen, oh, ich komme dich holen. Früher hätte ich noch geschrien, heute hätte ich erstmal gedacht, ja, wohin denn? Wohin denn? Ist das ÖPNV? Was gibt's da? Das ist so. Und deswegen glaube ich, wir brauchen einen Freizeitpark für Erwachsene. Es muss einen Freizeitpark geben für erwachsene Leute, für erwachsene Menschen. Der muss ganz anders aufgebaut sein. Allein schon, was das Essen angeht. Was gibt's denn im Freizeitpark? Pommes, Pizza, ne? So irgendwie alles frittiert. Das halten wir doch gar nicht mehr aus als erwachsene Menschen. Ne? Das muss was anderes sein. Da kann es nicht mehr so ein Pizzamenü geben. In einem Freizeitpark für Erwachsene gibt es dann so das Menü Reizdarm. Und im ganzen Freizeitpark, nach 18 Uhr, keine Kohlenhydrate mehr. Das ist auch sehr wichtig. Und Geisterbahn muss eben auch anders sein. Geisterbahn muss anders sein, das muss etwas sein, was uns wirklich, wirklich Angst macht. Ich glaube, eine Geisterbahn in so einem Erwachsenen-Freizeitpark, das muss einfach so ein Raum, da gehst du so rein, so ein Raum, also ein Tisch, setzt dich dann dahin und dann kommt dann einfach so ein Typ vom Finanzamt und hat noch ein paar Fragen zu deiner letzten Steuererklärung. Da würde ich mir in der Hose machen, ganz ehrlich. Das habe ich den Kindern auch erklärt, ja, aber die haben da auch nicht so richtig gelacht drüber. Das fand ich auch nicht so gut. Ja. Das war es eigentlich auch schon von mir. Mein Name ist Shari Litt. Folgt mir gerne Instagram, Facebook. Mutti nach Hause. Dankeschön. Riesenapplaus für die großartige Shari Litt. Habe ich nicht so viel versprochen, ne? Habt ihr noch Spaß? Geil, sehr, sehr cool. Ja, Comedy Studio Berlin, wenn ja nicht Comedy Studio Berlin, wenn wir auch Newcomern eine Chance bieten würden. Heute haben wir gleich zwei dabei, das nennt sich Open Spot. Aber die Newcomer, die wir heute dabei haben, sind eigentlich schon fast keine Newcomer, weil die schon so gut sind. Ich habe viele Sets gesehen, wirklich großartige KünstlerInnen, die wir hier haben. Und die nächste, die jetzt kommt, setzt sich vor allem auch, das sagt sie euch selbst, ich wollte gerade was sagen. Die nächste, die auf die Bühne kommt, ist großartig. Ich habe Sets von ihr gesehen und musste mich schlapplachen. Hier kommt für euch die großartige Jana Jansen aus Berlin. Grüßen Applaus für Jana Jansen! Vielen Dank. Buongiorno. Ah, fantastisch. Ich komme mal direkt wieder zurück, ne? Machen wir mal ein bisschen Platz. Na, wo sind meine nach Berlin zugezogenen, ha? Wo sind sie? Einmal Applaus. Ah.
gibt keine andere Stadt, die neue Menschen so sehr liebt wie Berlin, oder? Sind wir ehrlich, oder? Es ist so viel zu freundlich hier. Ja, und wenn man dann so neu in Berlin ist, dann muss man ja auch viele neue Leute kennenlernen. Da steht man so an der Bar und kennt ihr diesen Moment, man kommt so im Gespräch dran, ah, und was machst du so beruflich? Und dann sagt der Typ zu dir, oh, ich bin Senior Consultant für Public Relations und Public... Was ist das? PowerPoint? Ja, gut, als ich dann gesagt habe, was ich mache, ich studiere nachhaltiges Ressourcenmanagement, guckt der Typ mich an und sagt, ah, du studierst bei der Müllabfuhr. das war ein fantastisches Date. Ja, Studium bei der Müllabfuhr, wie stellt er sich das eigentlich vor? Ist das so Fächer, Tonnenlehre und Trendverhalten? Vorlesung ist immer an der Gärmaschine. Und alle Profs haben so komplett orangene Overalls an, mit so Reflektoren. Und sie riechen so alle so ein bisschen zu doll nach Biomüll. Für mich wäre Studium bei der Müllabfuhr aber eigentlich gar nicht so scheiße, muss ich ehrlich gestehen. Das ist, ich liebe Müll. Das ist fantastisch, ne? Es ist die Ressource der Zukunft. Yes. Deswegen muss man auch besonders gut trennen, ne? Für mich ist ein perfekter Freitagabend. Ich komme so nach Hause, gehe so in die Küche der WG, an diese räudige Tür unter der Spüle. Und dann ziehe ich so den Müll der WG an mich. Und dann trenne ich so schön nach. Ne? Jackpot ist natürlich so eine Käsepackung, wo du so die Folie oben noch abziehen kannst. Oh. Finde ich richtig gut. Ich brauche auch kein Yoga mehr. Nee. Ich meditiere im Glascontainer. Weißglas. Grünglas. Ja. Leider studiere ich nachhaltiges Ressourcenmanagement, heißt, hat nichts mit Müll zu tun. Ja, ich studiere die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Ich brauche keinen Master, um zu wissen, dass ich Beziehungen scheiße finde. Also, wirklich, ja, Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Mir wurde gesagt, das ist ein Master of Science. Ich studiere den Weltuntergang. Ist ein Master of Depression. Wirklich, ja. Ich lerne so tolle Dinge und es ist komplett egal. Aber es ist auch noch ein Master of Depression. Haben wir noch Leute da, die gerade auch studieren? Einmal Applaus von den Studierenden gerade. Das ist der motivierte Applaus von Leuten, die in der Pandemie studieren. Wirklich das dritte Pandemiesemester in Folge. Es ist einfach nicht gut, die Klausuren genau da zu schreiben, wo man immer masturbiert. Also. Ich glaube, ich stehe langsam auf alte weiße Männer. Manche Profs sind auch alte weiße Frauen. Okay, fair. Aber wow, das ist wirklich so deprimierend. Und dann studierst du noch den Weltuntergang. Shoot me, ey. Wirklich, das ist Gefühl von, was du gelernt hast, ist komplett sinnlos. Welcome to my world. Ich kann jetzt 500 verschiedene Fischarten. Niemand interessiert's. Das Einzige, was diese Fische noch verbindet, ist, sie ernähren sich von Plastik. Und die schwimmen alle so mit dem Bauch an der Wasseroberfläche. Aber es ist ein Weibchen, das kann ich erkennen. Ja klar, gut, ne? Ich weiß auch nicht, wie so Einstellungsgespräche bald mal ablaufen werden. Ist das so, ah, Frau Jansen, der Vertrag für Sie, befristet, unbefristet? Ist euch egal, oder? So viel Zeit haben wir doch gar nicht mehr. Ich merke auch, dass Leute, wenn ich sage, ich studiere was mit Nachhaltigkeit, wollen sie eigentlich alle nur wissen, ah, wird doch alles gut ausgehen, oder? Ja, wird alles gut ausgehen, klar. Ich meine, du kannst auch in einem toten Korallenriff schnorcheln. Gar kein Problem. Im Kleinen kann man was Gutes machen, natürlich. Zum Beispiel im Garten. So, da kann man Orte für Biodiversität schaffen. Viele Pflanzen, viele Tiere. Fantastisch. Ja, wir brauchen vor allen Dingen wieder so sexpositive Orte für Insekten. Die müssen einfach mal wieder richtig bumsen. Da haben wir wieder mehr davon, ne? Ist nur gut. Meine Vorschläge für sexpositive Orte von Insekten sind ein wilder Busch, feuchtes Laub, klar. Und für die Nekrophilie-Begeisterten unter euch ein bisschen Totholz. Aber sonst Artenschutz eigentlich komplett überbewertet, oder? Wenn wir wollen, dass was nicht ausstirbt, dann sagen wir einfach, ah, das war ein Trend in den 90ern. Ich weiß nicht, ob Fische Schlaghose tragen können. Ja. Gut, ich hatte nachhaltiges Ressourcenmanagement auch eine ganze Zeit lang in meiner Tinder-Bio stehen. Nach wem habe ich da gesucht, frage ich mich rückblickend. Also, ah, Match mit Greta Thunberg. Oder vielleicht hätte ich mich da auf jemanden gefreut von der Müllabfuhr. Ne?
endlich nicht mehr die Einzige sein, die so durch die Siedlung streift und Mülltonnen checkt. Nee, dann ist das unser romantisches Hobby. Auf so einen lauen Mittwoch. Guck mal, Schatz, haben sie aber gut getrennt, die Schmitz diesmal, oder? Und dann verteilen wir so Sticker wie in der Grundschule. Weiter so, top. Ja. Ich kann euch sagen, in der Öko-Bubble daten, schwierig. Holst dir da so einen Earth-Lover? Kannst ja froh sein, wenn der beim ersten Date Schuhe anhat. Kommt er da an? Oh, ich bin so erdverbunden. Oh, ich spüre den Boden unter mir. Nee, Christian, du läufst bei 8 Grad Außentemperatur barfuß. Du spürst gar nichts mehr. Du hast eine Scherbe im Zeh. Wirklich barfuß durch Neukölln für die Umwelt. Commitment, ey. Ja, Online-Dating ist also raus, klar. Und wo findet man sonst öko-begeisterte Menschen mit einer hohen Treffsicherheit? Gut, ich habe jetzt mehrere Motivationen, um auf eine Klimademo zu gehen. Besseres Klima ist eine davon. Aber ein heißer Typ, ich meine, ist fantastisch, ja? Siehst das Objekt der Begierde neben dir, hat Schuhe an. Schau mal eine Runde weiter, fantastisch. Und dann hat er vielleicht noch ein cooles Schild in der Hand, ne? So eine feministische Parole oder so Hopp, 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 Kohlestopp. Der harte Rhythmus. Dem laufe ich jetzt 1,5 Stunden schweigend hinterher. Ja, irgendwann waren wir auch vor seiner Haustür. Wir haben dann auch geredet. Wir haben uns auch sehr gut unterhalten. Dann waren wir bei ihm, haben uns erstmal ein veganes Menü geteilt. Und irgendwann haben wir uns auch so vorsichtig die Pullover unserer Großeltern ausgezogen. Und dann flüstert er mir sinnlich ins Ohr, komm, ich zeig dir meine Waschnüsse. Geil, gewaschene Eier. Das wird mein Tag. Ja, kurze Zeit später standen wir vor seiner Waschmaschine. Ich weiß jetzt, mit Waschnüssen kann man mega viel Plastik sparen. Jetzt ist mal gut, um über nachhaltige Tipps zu reden. Mit mir schlafen sollst du. Was passiert als nächstes? Holt er seinen Ökostromvertrag raus? Werde ich dann von so einem Windrad gekockblockt? Wie, der Typ war eiskalt, ne? Hat mich direkt so abgeschoben in die Umweltzone. Also die härteste aller Friendzones, kann ich euch sagen. Ich habe dann noch so verzweifelt versucht, mit so veganen Kondomen ihn anzulocken. Hier, put, put, put. Sex. Hat nicht geklappt. Ich habe jetzt einen Ökostromvertrag. Und ich sag mal so, ne, natürlich will es dem Typen gefallen. Natürlich will es auch die Nuss noch knacken. Ja? Ich habe das auch mit den Waschnüssen dann natürlich probiert. Ich habe 1,5 Wochen nach vermodertem Laub gerochen. Habe ich gedacht, wenn er da drauf steht, ja, und gerne mit Leichen schläft, dann ist selbst mir das zu viel Liebe für die Kreislaufwirtschaft. Das war's von mir. Viel Spaß euch heute Abend noch. Ciao! Riesenapplaus für Jana Jansen! Mega! Richtig nice. Ja, ich hätte gerne auch irgendwie so besondere Sexnamen, nur leider habe ich keinen Sex. Wer noch? Einmal klatschen. Okay, alle haben Sex, geil. Schon wieder Einzige, sehr gut. Mein Leben. Nee, ich habe es wirklich schwierig mit Männern momentan. Ich weiß nicht, was los ist. Jeder Mann muss zu sich selbst finden auf einmal. Wer kennt's? Frauen nicken schon, so jeder auf einmal. Du auch, oder? Du wie ein bisschen zu sich selbst. Ich weiß nicht, du bist so genau so ein Typ, den ich kennenlernen würde. Ich habe einen Typen kennengelernt, der sah genauso aus wie du. Top-Typ, mit Mütze, auch so ab und zu ein bisschen gedüst. Und dann habe ich ihn gefragt, oh, was jetzt mit uns? Und er so, ja, also ich muss erst mal zu mir selbst finden. So redest du nicht, ne? Ich muss erst mal zu mir selbst finden. Deswegen erst mal eine Freundschaft plus. Und ich so, hey, du musst zu dir selbst finden? Okay, probier's mit Google Maps. Siehst du diesen hässlichen blauen Punkt in der Mitte? Das bist du. Was ist mit den Typen los, die alle zu sich selbst finden wollen? Das ist so anstrengend. Ich will eine feste Beziehung. Ich bin Iranerin, meine Eltern machen Druck.
Alle machen Druck. Das ist so freundschaftlos. Was ist freundschaftlos? Wer kennt freundschaftlos? Einmal klatschen. Oh, einer hat übermotiviert geklatscht. Also, entweder warst du Opfer von freundschaftlos oder du führst es immer. Warte mal, wer warst du? Meld dich mal bitte. Der so. Der so, ja, yeah, freundschaftlos, mein Leben lang. Du hast erfunden, freundschaftlos. Ey, freundschaftlos, für alle, die es nicht kennen, ist Sex ohne Beziehung. Aber nicht zu verwechseln mit der anderen Variante, nennt sich Beziehung ohne Sex, nennt sich Ehe. Coming soon! Spaß. Ich wollte keine Freundschaft los mit ihm führen. Ich hasse sowas. Ich wollte es nicht. Freundschaft los ist für mich, also für uns Frauen manchmal, also für die Männer, sage ich mal, eine Art, etwas für uns manchmal Primitives, es stilvoll auszudrücken. Ja? Ist genauso wie wenn ich dein Boss bin. Und ich drücke ganz viele Überstunden auf Überstunden, Überstunden und sage, hey, das sind keine Überstunden, das nennt man auch Freizeit plus. Und dann habe ich gesagt, nee, Freundschaft plus gefällt mir gar nicht. Und er so, ja, dann lass eine andere Bezeichnung finden. Lass doch sagen, unverbindliche Beziehung, Herr, nein. Unverbindlich heißt etwas ohne tatsächliche Verantwortung. Aber beim nächsten Mal, wenn ein Typ das macht, sage ich, okay, ab jetzt nur noch eine unverbindliche Beziehung, können die Mädels auch gerne nachmachen. Weil dann mache ich es nämlich folgendermaßen. Sage ich, okay, ab jetzt nur noch unverbindlich. Und dann gehe ich mit ihm ins Bett und habe Sex mit ihm. Und mittendrin beim Höhepunkt höre ich einfach auf. Ich sage, du kommst hier erstmal allein zurecht. Ich bin da mal raus, weil die Sache ist unverbindlich. Ja, danke, Anna Klein. Ich würde sagen, es wird Zeit für den nächsten Künstler heute. Ihr habt Bock, oder? Ihr habt noch Bock. Ja, ja. Das ist tatsächlich der letzte Künstler vor der Pause. Er war schon beim Nightwatch, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Überragender Künstler, ich bin ein großer Fan. Hier kommt für euch aus Hamburg der großartige Alex Stolz. Ja, hi, was geht ab? Ja, wie gesagt, ich bin Alex. Ich komme aus Hamburg und ich wollte heute am Anfang direkt erstmal ein bisschen mit euch über meine Ex-Freundin reden. Nicht, weil es so ein wichtiges Thema ist oder so, aber ich habe mir halt die Comedy-Szene angeguckt und mir ist aufgefallen, in der gesamten Comedy-Szene redet sonst niemand über meine Ex. Und manchmal sagt man so komische Sachen in Beziehungen und einmal meinte sie sowas echt komisches zu mir, fand ich zumindest. Und zwar hat sie gesagt, Alex, ich würde es wirklich mega schön finden, wenn wir uns einfach immer die Wahrheit sagen könnten, so egal was ist. Und dann meinte ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine richtig dumme Scheißidee. Und dann meinte sie so, hä, wieso, was soll das denn jetzt, wieso suchst du jetzt Streit? Und dann meinte ich, ja, siehst du, jetzt habe ich einmal die Wahrheit gesagt. Naja, okay, danke. Naja, war aber auf jeden Fall eine schöne Beziehung mit ihr. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meiner Ex auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei. Und dann, ja, das war der Witz. Danke. Also, nee, ich saß mit ihr auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei und dann meinte meine Ex-Freundin so zu mir, Alex, du musst dir was wünschen. Und dann meinte ich wünsche mir, dass du mir nicht immer sagst, was ich tun und lassen soll. Und dann meinte sie, Alex, sag das nicht laut, sonst geht's nicht in Erfüllung. Meinte ich, ja, ich merke schon. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Beziehung mit ihr. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meiner Ex auf dem Balkon und dann kam auf einmal so eine Sternschnuppe vorbei
Und dann meinte ich zu ihr, ich wünsche mir für dich, dass du dein Leben lang immer glücklich bist, gerade falls wir uns irgendwann trennen oder so. Und dass du danach auch einen Typen kennenlernst, der viel cooler ist als ich und viel besser aussieht. Und dann meinte sie, Alex, du bist so dumm, wenn du es laut sagst, geht's nicht in Erfüllung. Und dann meinte ich, ja, kein Grund, mich zu unterbrechen. Ich hoffe, ihr habt eine richtige Traumhochzeit, wo so alles klappt und nicht schief läuft. Und dann meinte sie, Alex, lass die Scheiße. Dann meinte ich, wenn das ein Wunsch ist, darfst du es nicht laut sagen. Naja. Ja. War auf jeden Fall eine schöne Beziehung. Schön abwechslungsreich auch. Ich weiß noch, einmal saß ich mit meinem Ex auf dem Balkon. Und dann kam auf einmal eine Sternschnuppe vorbei. Ja, wie gesagt, ja. Wie gesagt, genau das ist der Witz auf jeden Fall. Ich habe es angekündigt. Ja. Aber da kam eine Sternschnuppe vorbei und ich habe so überlegt, was ich mir wünschen soll. Ich war ja quasi schon so ein Profi und ich weiß nicht, was sie sich gewünscht hat, aber auf einmal hat sie so meinen Puls gefühlt und gesagt, schade. Okay. Ja. Weißt du, einmal saß ich mit ihr auf dem Balkon, da kam aber keine Sternschnuppe vorbei, war mitten am Tag. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, hätte ich mir eine Sache wünschen können, ich glaube, ich hätte mir eine Sternschnuppe gewünscht, aber das ging trotzdem voll ab. Und zwar habe ich so mitbekommen, wie meine Ex einfach so Tränen in den Augen hatte, weil eine Wespe die ganze Zeit so in ihrer Nähe war. Und dann bin ich da halt hin und meinte, ey, guck mal, die hat doch viel mehr Angst vor dir als du vor ihr. Und wenn es sich irgendwie ein bisschen beruhigt oder so, dann bringe ich sie jetzt für dich um. Und dann meinte meine Ex, ja, bitte. Dann meinte ich, mit dir habe ich nicht gesprochen. Ey, ihr seid gut drauf. Ich muss eigentlich nie lachen auf der Bühne. Aber okay, ausnahmsweise, weil ihr es seid. Ja. Wir haben uns dann irgendwann getrennt. Ja, das war der Witz, ja. Wir haben uns getrennt. Jetzt kommen wir mal wieder runter hier. Also wir haben uns irgendwann getrennt, aber nicht wegen so Streitereien oder so, sondern bei uns war es krass. Wir waren uns halt mit der Zukunftsplanung so überhaupt nicht einig. Es war echt schlimm, also die Vorstellung ging so komplett auseinander. Das war echt krass. Also sie wollte halt nach dem Abi direkt erstmal 2 Jahre lang eine Weltreise machen. Und ich wollte halt gerne mit. Dann haben wir uns getrennt. Okay, ja. Dankeschön. Ja, okay. Ich wollte, wenn ich die Chance schon mal habe, vor ein paar Leuten zu stehen, wollte ich noch ein bisschen angeben. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir was gegönnt. Und zwar habe ich einen extrem teuren Führerschein. Habe ich mir gegönnt, so einen mit mehreren praktischen Prüfungen und so, richtig cool. Und bei der ersten praktischen Prüfung bin ich einfach durchgefallen, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Und dann aus Versehen. Also natürlich aus Versehen. Falls ihr euch gefragt habt, das war aus Versehen. Und dann meinte der Prüfer so dann nach der Prüfung, ja, du bist durchgefallen, du bist über eine rote Ampel gefahren, das darf man nicht. Also ich war so schlecht, dass er dachte, dass er mir das erklären muss. Als ob ich so sage, ach so, rote Ampeln hatte ich noch gar nicht, danke. Und bei meiner letzten Prüfung, die ich dann auch bestanden habe, ausgerechnet die letzte, da hatte ich auf einmal einen anderen Prüfer. Ich hatte die ganze Zeit denselben Prüfer und auf einmal hatte ich so einen ganz jungen Prüfer und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt gefühlt. Ich dachte so, wieso schicken die nicht ihren besten Mann? So, die wissen doch, dass ich gefährlich bin. Als ob der mit mir fertig wird. Aber der wirkte ganz nett und ich habe ihm auch vor der Prüfung angesehen, dass er so voll aufgeregt war. Und ich meinte dann auch vor der Prüfung zu ihm, ey, wenn Sie noch irgendwie Fragen zum Ablauf haben.
habe Erfahrung. Ja, mit der Zeit wurde er mir dann ein bisschen unsympathisch, weil er wurde ein bisschen frech. Er hat irgendwann so versucht, mir zu sagen, wo ich langfahren soll. Ich meinte so, ey, nichts gegen dich, du bist echt sympathisch, aber ich habe hier gerade eine Prüfung, also wäre echt cool, wenn du kurz 10 Minuten ruhig sein könntest. Und dann war die Prüfung echt easy, weil wenn der Prüfer nichts sagt, muss man nur geradeaus fahren. Und so habe ich meinen Führerschein bekommen. Ja. Nice. Okay. Ich glaube, eigentlich wäre es mein Ende, aber ihr seid gut drauf. Ich habe vielleicht noch 1 Minute oder so. Habt ihr noch Bock? Danke. Danke. Danke, danke, das war's von mir, danke. Nein, Spaß. Vielleicht noch eine letzte Sache. Ich habe letztens was gesehen, das gibt es, glaube ich, nur in der Großstadt. Ich habe es in Hamburg gesehen, das fand ich ganz cool. Jetzt habe ich so einen Typ gesehen, der hat so ein Schild hochgehalten, da stand so Free Hugs, also gratis Umarmung. Und der hat dann einfach so jeden umarmt. Und da dachte ich erst, das finde ich total cool, dass er das gratis macht. Aber dann ist mir eingefallen, damit er mir eine gratis Umarmung gibt, muss ich ihm ja auch eine gratis Umarmung geben. Also eigentlich mache ich gar keinen Gewinn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vertraue fremden Menschen noch nicht, wenn die sagen, dass sie mir was gratis geben wollen. Weil ich glaube, im Leben gibt es nichts umsonst und am Ende ist es dann eh wieder so eine Abo-Falle. So, wahrscheinlich umarmt er mich dann und sagt dann, ja, Umarmung ist gratis, aber loslassen kostet. Ja. Dankeschön, ihr wart super, ich liebe euch. Riesenapplaus für Alex Stolz! Wow. Cool, cool, cool. Ist übrigens mein Ex-Freund. Spaß. Ach ja, ich würde sagen, ihr habt Bock auf Pause, oder? Erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen was trinken, kurz auf Toilette. Der so, ja, ich muss kacken. Voll nice, aber vorher haben wir eine kurze Pausenaktion. Ihr könnt Karten gewinnen. Gratis mögen wir. Dafür müsste ich jetzt einfach nur ein Bild von uns machen. Ich lade das dann auf der Instagram-Seite von Comedy Studio Berlin hoch und ihr beantwortet folgende Frage. Wie lange ging eure längste Freundschaft plus? Ihr könnt doch erfinden. So, ich mache jetzt mal ein Foto. Längste Freundschaft plus, wie lange es ging, könnt ihr einfach kommentieren. Oder egal was, kommentiert einfach irgendwas. Mir egal, Hauptsache ihr kommentiert. So, ich kriege jetzt nicht mal hier dieses Sperrbildschirm auf. Jetzt lacht ihr alle schön. So, einfach ein Selfie. Von euch allen. Das war mein Mathelehrer, oder? So, mein Mathelehrer wieder, wie immer. So. Okay, dann kommentiert ihr einfach drunter, hattet ihr eine Freundschaft plus? Wenn ja, wie lange ging eure Freundschaft plus? So, ansonsten würde ich sagen, klatschen wir es doch mal für alle Künstler in der ersten Hälfte. Und wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Viel Spaß. Habt ihr Bock auf die zweite Hälfte? Wow, geil! Mega! Ja, cool. Geht ein bisschen lang, ich kann nicht tanzen leider. So. Ja, cool, ihr habt doch direkt kommentiert, habe ich gesehen. Richtig nice. Wo ist Claudie? Unsere Gewinnerin, ist sie hier? Nein? Du, Claudie? Wo bist du hier, Claudie? 5 Jahre mit Freundschaft plus? Einen riesen Applaus für unsere Gewinnerin, Claudia! Claudia, ich habe ein paar offene Fragen. Wie, wann, wo, wie funktioniert? Hat sich einer verliebt am Ende, oder? Nein. Nein! Und wie hat's geendet? Wie war das Ende? Bitter. Bitter? Bist du der Ex-Freund? Der Ex-Freund? Der Sex war einfach nicht mehr dasselbe. Seid ihr,
draußen, aber du willst nicht darüber reden, so was passiert. Ja, geil. Claudisch, du hast gewonnen, das ist doch die Hauptsache, oder Claudisch? Geile Frau, Beste, sehr schön. Ja, danke an alle, die mitgemacht haben sofort, richtig cool. Habt ihr Bock, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Du bist bester Mann. Hast du eine eigene Wohnung eigentlich? Kann man dich klären, oder? Ne? Du hast eine eigene Wohnung. Oh, nicht alleine. Ich lerne immer die kennen, die nicht alleine eine eigene Wohnung haben. Dann wollen die bei mir chillen und dann schwierig. Schön, schön, schön. Ihr seid ein Paar, ihr zwei? Ja? Schönes Paar. Wie heißt ihr? Laura. Oh, die Laura. Und du? Der Philipp. Wie lange seid ihr zusammen? 6 Jahre. Der Mann so. Und sie so, 6 Jahre. Geil. Ja, cool, klappt gut. Sehr schön. Ja, ihr passt auch gut zusammen. Ich finde die so süß zusammen. Die haben eine schöne Ausstrahlung. Da hinten ist auch so eine. Wie heißt du denn? Ja, nein, die zwei Reihen hinter dir. Die hübsche Frau, die da so strahlt, ja. Das war ein bisschen weird, ne? Das war ein bisschen cringe. Also man würde sagen cringe, oder? Man merkt, ich bin verzweifelt. Wie heißt du? Lale, bist du Perserin? Oh, cool, ist ja dasselbe so fast, ne? Ja, schön. Auch verschimmelt? Sag ja! Du safe, oder? Ich auch. Du auch? Nein. Du auch verschimmelt, wir beide verschimmelt. Riesenapplaus für Lale, meine Seelenschwester. Ich fühle dich. Ich würde sagen, wir sind gut aufgewärmt für den ersten Künstler nach der Pause. Er war mal Hochzeits-DJ. Überragender Künstler. Man nennt ihn auch der Robert Allen der Comedy-Szene. Und jetzt wollen wir den größten Applaus, den ihr gerade drauf habt, für Robert Allen. Yeah, hello motherfuckers. Ich merke, die Stimmung ist gut, aber bevor ich anfange, ich brauche ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Stimmung. Gib mir bitte zuerst ein kleines Yeah. Yeah. Gib mir bitte ein Oh yeah. Oh yeah. Gib mir ein Schön, dass du da bist, Robert. Schön, dass du da bist, Robert. Danke, Schleimer. Achtung, jetzt wird's kompliziert. Gib mir bitte alle ein W. W. Ein A. A. Ein S. S. Ein A. A. Ein B. Ein I. I. Jetzt alle zusammen, was heißt das? Wasabi. Genau. So. Ich muss ganz kurz posten, wie krass Berlin ist. Die Stimmung ist am Siedepunkt. Hey. Ich aß im Wald einen Pilz und wurde derbe high. Dann sah ich einen Hirsch mit einem Arschgeweih. Das wollte ich nur mal kurz erzählen. Ich glaube, ich habe ein Drogenproblem. Dieses Low nach dem High, wenn du 3 Tage lang deine Wohnung nicht mehr verlassen willst, weil du immer das Gefühl hast, so eine pechschwarze Wolke über dir zu haben und es nichts gibt, was deine Stimmung wieder hebt, das habe ich nicht. Mittlerweile sehe ich meinen Dealer öfter als meine Mom. Letztens war er bei mir und hat mich gefragt, was gewaschen werden muss. Ein Kumpel von mir arbeitet in einem veganen Tierheim. Und ich mache das hier. Das heißt, wir haben beide sehr viel Zeit und wir kiffen wie die Brezeln, das ist unser Ding. Ne? Nur er ist so ein Typ, egal wie bekifft er ist, man sieht es ihm nicht an. Man sieht es ihm einfach nicht an. Er könnte bekifft in jede Bank gehen, er würde jeden verdammten Kredit bekommen. So ein Typ ist das, ne? Wenn ich bekifft in eine Bank gehe, Alter, ich laufe erstmal gegen die Glastür, ey, ne? Letztens, ich laufe so nach Hause, high as a kite, und mir kommen so 2 Typen entgegen, ne? Und natürlich versuche ich es dir nicht so direkt anmerken zu lassen, ne? Das heißt, ich bin erstmal den aufrechten Gang gewechselt, hab das Singen aufgehört, und dann bin ich ganz souverän an den beiden vorbei. Und als ich dachte, Robert, hast du echt gut gemacht, höre ich wieder einen, der sagt, Alter, hast du das gesehen? Ein blonder Chinese. Ja, ich habe auch gelacht. 3 Tage lang.
Das Ding ist, ich versuche gerade ein bisschen weniger zu rauchen. Wenn du ganz viel rauchst und dann ganz wenig, fängst du an, ganz seltsam zu träumen. Ne? Ich habe letztens geträumt, dass ich mir die Hände eincreme und die Creme einfach nicht einzieht. Und da hat mein Kumpel gesagt, Robert, ich glaube, du hast Angst, dass dir dein Leben durch die Finger rinnt. Ich so, nein, ich habe Angst, dass ich aus Teflon bin. Ja? Ich komme aus Würzburg und mein Heimweg führt mich durch die Philipp-Schrepfer-Allee. Ich laufe diese Allee entlang letztens, rauche eine Zigarette und das ist so ein Baum mit so einem Astloch. Ne? Und ich denke mir so, Robert, wie cool wäre es denn, wenn du deine Zigarette so ganz cool ins Astloch schnippen könntest. Ne? Und ich versuche das und zack, genau rein. Zu Hause schlafe ich ein und dann träume ich, dass wegen mir der verdammte Baum abbrennt. Und danach die gesamte Allee wegen mir. Und dann heißt im Radio, letzte Nacht ist in Würzburg die Philipp-Schrepfer-Allee abgebrannt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wo mehrere Zeugen befragt. Gesucht wird ein blonder Chinese. Freunde von früher haben mir mal geraten, Robert, bisschen weniger kiffen, bisschen weniger Drogen. Und genau die gleichen Leute sind jetzt in irgendwelchen Führungspositionen und machen Kohle ohne Ende. Und da frage ich mich, wer lacht jetzt? Kennt ihr das? Ihr hockt in der U-Bahn und da steigt jemand aus und ihr denkt euch, fuck, jetzt bin ich der Assi. Egal, ich singe jetzt noch einen Song. Schönen Abend noch. Riesenapplaus für Robert Ellen! Überragend! Geile Show, oder? Ihr habt Spaß, cool, cool. Ach ja, schön. Geil. Ey, ich hab irgendwie so, ich bin ein bisschen traumatisiert von meinen Eltern. So, als ich angefangen habe mit Stand-Up-Comedy, so, das war so 2-3 Jahren her. Und stell ihr euch vor, so, ihr fängt gerade an. Und mein Papa so, Nigga, warum machst du Nigga, warum machst du Stand-Up-Comedy mit deinem Aussehen? Ich so, was denn, Papa? Soll ich lieber modeln? Sagt er, nein, Mann, du hast immer so viel Schminke im Gesicht. Ich dachte eher Clown oder so. Wie gemein der ist, oder? Die waren auch so super strange, meine Eltern früher. Die sind jetzt besser geworden, umso älter, ein bisschen besser. Die waren ein bisschen strange, weil als wir nach Deutschland gezogen sind, wollten die nur, dass ich deutsche Freunde habe. Das war für die alles, dass sie mir sagen können, ey, meine Tochter ist Deutsche. Das war so sein Ding. Und ich war auf einer Hauptschule und ihr müsst euch wissen, ich konnte nicht mal die Sprache dort. Ne? Okay, das ist selbstverständlich. Woher sollte ich Türkisch können? Und... Danke, einer Klatsch. Mein Vater. Nein, ich konnte die Sprache nicht so. Ich hatte zusammengewachsene Augenbrauen, Schnurrbart. Es ist schwer, so Freunde zu finden. Und die haben mir gesagt, nur deutsche Freunde. Da war eine deutsche Frau, es war schwer. Und ich musste immer so meinen ausländischen Namen, so Fake-Namen geben. Aus Elif wurde Elke, aus Ahmed wurde Achim. Und ich musste denen immer so Fake-Namen geben. Das war wirklich nicht einfach, deutsche Freunde zu finden. Das Motto von meinen Eltern war gewesen, ey, Schatz, Hausaufgaben machen mit Mehmet, absolutes No-Go. Bei H&M Klamotten klauen mit Markus, sehr gut, mein Schatz. Go for it. Der hat immer so komische Sätze gesagt, so, ich meine, der ist selber Iraner und hat zu mir gesagt, so, Nigga, habe ich diesen harten Weg auf mich genommen, bin nach Deutschland geflohen, damit du mit Türken abhängst. Ich so, Papa, du bist mit den Emirates First Class geflogen. So hart war deine Flucht ja auch nicht gewesen. Ich werde auch immer wieder gefragt, so, seid ihr eher Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Und bei uns war es anders gewesen. Mein Vater, also meine Mutter und ich, wir fanden einfach, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wir waren eher Fashionflüchtlinge. Danke. Vielen Dank. Und irgendwann mal hatte ich eine deutsche Freundin, das war so geil. Jessie, sie war mein Freilauf. Oh mein Gott, ich habe sie geliebt. Mit ihr durfte ich alles. Mit ihr durfte ich wirklich alles. Und wir waren nicht die Vorzeigekinder so. Wir haben wie du mal ab und zu ein bisschen ein Gibbet geraucht, so auf der Hauptschule. Und ihr müsst euch vorstellen, mein Vater kommt und erwischt uns. Und ich so, Jessie, bald darf ich mit dir auch nicht mehr abhängen. Und die Jessie, sehr schlaues Mädchen, deutsches Mädchen, geht zu meinem Papa und sagt, wissen Sie, Herr Amiri, zu der guten deutschen Kultur gehört es nun mal, dass man einen schönen Joint raucht. Seitdem ist mein Vater Marihuana-abhängig. Ja, und jetzt momentan, ich,
liebe Comedy, ich liebe das, was ich mache, nur ich merke, ab und zu haben es Frauen etwas schwerer im Beruf. Ne? Ist überhaupt kein Vorwurf an die Männer, aber Frauen haben es einfach schwerer so im Berufsleben. Ne? Weil wenn eine Frau erfolgreich ist, kommen immer so negative Sätze dazu. Ne? Immer ein bisschen Real Talk heute Abend. Wenn eine Frau erfolgreich ist, heißt das meistens in den Fällen, och, die sieht doch einfach nur gut aus. Oder sie hat dich doch safe hochgeschlafen. Aber wenn Männer erfolgreich sind, heißt das immer, oh, der Bruder hat es von unten nach oben geschafft. Self-made. Wenn Frauen Erfolg haben, heißt es handmade. Und ich frage mich so, wie soll es funktionieren mit dem Hochschlafen? So, wie soll es nur mit gutes Aussehen funktionieren? Stell dir vor, du hast als Frau ein Bewerbungsgespräch, ja? Lale, stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch, so. Mit einem Chef, so Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Bank. Und der sagt es zu dir, und, was sind ihre Qualifikationen? Und du so... Und der so, hä? Und du so, würde doch nicht funktionieren. Du würdest doch den Job so nicht kriegen, ne? Ich meine, ich gebe euch ein Beispiel, warum Hochschlafen nicht so einfach funktioniert. Wer ist die erfolgreichste Frau dieser Welt? Angela Merkel! Wie bitteschön soll sie sich hochgeschlafen haben? Ey, cool, lass mich mal ran. Okay, du kriegst den Job auch so. Wie soll das funktioniert haben? Ist doch nicht so einfach. Wenn Frauen erfolgreich sind, ganz ehrlich, weil sie es verdienen. Fertig. Dankeschön. Fertig. Ich würde direkt rübergehen zu einer wunderbaren Frau. Sie ist großartig. Sie ist meine Landsfrau tatsächlich. Deswegen muss ich ihren Namen in Doppelpack. Sie will eigentlich nur mit Vornamen genannt werden, aber ich muss aus Prinzip alle beiden Namen erwähnen. Sie ist auch eine Newcomerin und hat unseren Open Spot bekommen. Deswegen will ich den größten Applaus für unsere heutige, extrem tolle, talentierte Comedienne Setare Eskandiari! Hi, ja, ich bin die Setare. Ich hoffe, ich habe das jetzt selbst richtig ausgesprochen. Das Erste, was die Leute sagen, wenn sie meinen Namen hören, ist dann immer so Gesundheit. Das Zweite ist dann voll der interessante Name. Wo kommt der her? Hat er eine Bedeutung? Und ja, also Setare ist ein iranischer Name. Ich bin halb Iranerin. Und iranische Namen haben immer voll schöne Bedeutungen. Also meiner heißt übersetzt so viel wie meine Eltern sind Geschwister. Aber keine Sorge, alles legal, sind nur Cousins. Ja. Also wenn meine Familie so eine Superheldenfamilie wäre, dann wären wir so die Imbredables. Okay, einige können kein Englisch, alright. Nein, aber ich glaube, man sieht es eh, ich bin viel zu schön für Inzucht. Ja. Ja. Ja, also ich bin die Setare, ich bin 21, ich bin eigentlich Sängerin und ich bin Single. Und das auch schon ziemlich lange. Ja, damit ich das so vorstellen könnte, ich vergleiche mein Single-Leben gern so mit dem Bronchiosaurus oder Frauenrechten in Saudi-Arabien. Existieren gerade nicht. Ja. Und ich finde, wenn du Single bist, dann machst du so eine Entwicklung durch. Am Anfang war ich so voll der Happy Single, so eine Independent Woman. Und jetzt gerade befinde ich mich in meiner Ornithologenphase. Träume nämlich auch nur von Vögeln. Ja. Den Witz mag ich voll gern, weil ich sehe, wer klug ist anhand von wer lacht. Die Leute, die nicht lachen, sind vielleicht noch dumm genug, um heute mit mir nach Hause zu gehen. Klassisches Ausschlussverfahren. Ja. Ja. Es ist wirklich nicht so leicht, Single zu sein heutzutage. Die meisten Leute haben Tinder. Ja, eine Freundin von mir hat mir vorgeschlagen, ja, lad dir unbedingt Tinder runter. Das ist Sophie. Und Sophie ist halt so ein Mädchen, weißt du, sie ist ein Bauer. Ich traue ihr nicht, weißt du, wie wir in der Schule so, ich habe noch nie gespielt haben, hat sie immer so gesagt. So, ja, wer hat noch nie in einem Auto geschlafen, Sex gehabt? Und dann war Sophie immer so, zählt doch Traktor. Also ich traue Sophie einfach nicht. Ja. Aber ich habe es mir trotzdem runtergeladen und das war eine dumme Idee, weil meine Freundinnen, die kriegen so süße Nachrichten, so deine Augen, sie leuchten wie ein Stern am Himmelszelt. Und meine Nachrichten sind so 19 cm lang und so breit wie eine Red Bulldose. Dann habe ich ihm geschrieben, Bro, ich will nicht wissen, wie dein Stuhlgang ist. Ja. Ja. Oder letztens hat mir ein Typ geschrieben, weil ich bin ja Sängerin, so ich bezeichne mich selber gern so als die Christiane F. der Opernszene. Ja. Und dann hat er mir geschrieben, singst du eigentlich auch während dem Sex? ja. Also es kommt natürlich auf dich an, so meistens ist es so ein I can't get no satisfaction oder should I stay or should I go? Und wenn du Glück hast, dann come together. Ja.
Na, es ist wirklich nicht leicht. Und desto länger du Single bist, desto mehr desperate wirst du. So Beispiel. Ich bin letztens von Wien nach Paris geflogen, weil läuft bei mir. Ja. Und ich hasse Fliegen, aber ich liebe die Sicherheitskontrolle. Was so eine komische Aussage für einen Ausländer ist, aber es ist einfach so. Weil schau, wenn ich da abgetastet wird, dann ist das mehr Action, als das, was ich im ganzen Jahr bekomme. Ja. Und dann stand ich also da und dachte mir so, bitte taste mich ab, bitte taste mich ab. Und dann kommt da so ein urscharfer Typ von der Security. Weißt du, so scharf kennt ihr Hot Ones, so die Sendung, wo sie scharfe Chicken Wings fressen. Ja, wenn er ein Chicken Wing wäre, er wäre das schärfste Chicken Wing. So scharf, dass du dich von oben bis unten anscheißt. Ja. Und immer wenn ich das meinen Freunden erzähle, sind sie so, boah, Setare, du bist so oberflächlich. Es kommt nicht auf das Äußere an. Es geht um die inneren Werte. Ja gut, aber da habe ich nicht viel zu bieten, außer einen erhöhten Cholesterinspiegel. Und mit dem kann man nicht schlafen. Ja. Nein, Sedare, du verstehst das überhaupt nicht. Es geht um das, was in dir drin ist. Ja gut, er war noch nicht in mir drinnen, aber ich finde ihn trotzdem geil. Also irgendwas stimmt an der Logik nicht. Ja. Und dann stand ich also da und habe gehofft, dass er mich abtestet, habe gehofft, dass ich verdächtig genug aussehe, um abgetastet zu werden. Dann ist mir eingefallen, ich heiße Tara Eskandari. Das ist Grund genug in Österreich, um abgetastet zu werden. Ja, und dann kam er so auf mich zu und hat gemeint, ja, es kommt gleich wer zum Abtasten. Und ich so, ja, es kommt wirklich gleich wer. Ja. Und dann kam eine Frau. Und die war nicht ich. Ja. War nichts mit meinem Spaß. Aber ich komme schon dazu. Ich bin aber kein Callgirl oder so, falls du das jetzt denkst. Die werden bezahlt. Ja. Bei mir ist das Ganze so eine Non-Profit-Organisation. Es ist ein Business ohne Einkommen, wo viele Männer reinkommen. Ja. Ja, was tut man nicht alles für Charity, oder? Ja. Ich bin vielleicht kein guter Mensch, aber ein gut Mensch bin ich schon gern. Ja. Nein, also es ist wirklich so, wir Iranerinnen, wenn ich das euch mitgeben darf, wir sind wirklich hart arbeitende Menschen. Ja? Wir haben so viele Jobs. Wir haben Boob-Jobs, Nose-Jobs. Okay, ich habe keinen Nose-Job, das sieht man, meine Nase ist vor mir auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Und das macht echt viel mit dir, wenn du aufwachst und einfach nicht hübsch bist. So, ich war ein richtig schieres, fettes, hässliches Kind. Und das macht echt einiges mit deinem Selbstbewusstsein, wenn der einzige Unterschied zwischen dir und Shirin David ist, dass, ich habe den Witz vermasselt, scheiße, ich fange ihn nochmal an. So, gehört dazu. So, aber jetzt. So, Dating ist nicht einfach, wenn du aussiehst wie die Reflexion von Shirin David auf einem Heroinlöffel. Ja. So, das wäre dabei rausgekommen, wenn Shirin Davids Mutter während der Schwangerschaft Crack geraucht hätte. Ja. Ist nicht einfach. Und ich war wirklich fett. Und normalerweise fette Leute haben voll den Vorteil. Die haben so voll große Brüste. Und das hatte ich nicht. Ja. So, ich habe gerade mal so große Brüste gehabt, sie haben so eine Kontaktlinse ausgefüllt. Ja, wenn ich Glück hatte. Ja, man wusste nicht, sind das Brüste oder einfach krass symmetrische Mückenstiche. Und das wäre irgendwie schon wieder beeindruckend gewesen. Ja, ja, waren es aber leider nicht, das waren meine Brüste so. Meine Brüste waren ungefähr so groß wie ein Adamsapfel. Ja, ja, beeindruckend. Ja. Ja. Und das Schlimme ist, kennt ihr das, wenn kleine Kinder so Vögel zeichnen? Das waren meine Augenbrauen. Ich hatte so eine richtig fette Monobraue. Und wenn du die Vögel umgedreht hast, dann war es mein Schnauzbart. Ja. Ja, also mein Gesicht war der Grund, warum so viele Männer No Nut November geschafft haben. Ja, ja, mein Gesicht hat damals so ausgesehen, als hätte ich die Hälfte meiner Kindheit in einer Waschmaschine und die andere Hälfte in einem Windkanal verbracht. Ja, ja, mittlerweile habe ich ein bisschen abgenommen und die Pubertät hat mich gehittet und jetzt sehe ich aus wie so eine Sanduhr mit Fabrikatsfehler. Also der Sand ist an komischen Stellen einfach so stecken geblieben. Ja, ja. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann einen tollen Fang mache und dann auf meinen nächsten Mädelsabend gehen kann und sagen kann, Leute, voll den tollen Fang gemacht. Nein, es ist nicht schon wieder Herpes. Danke, das war's von mir. Riesenapplaus für Setare Eskandari. Ganz toll. Hello.
Ihr seid noch gut drauf, ne? Sehr schön. Ich werde manchmal so von meinen Freunden, ne? Ich bin so das Problemkind bei all meinen Freunden, Familie. Alle fragen mich immer Fragen über Fragen. Sag so, Nico, hast du keine Angst davor, irgendwie mal alleine zu sterben, weil du so lange Single bist? Ich bin echt krass lange Single, wirklich krass lange ohne Mann. Und ich sag immer, nein, schaut mich doch mal an, ich habe ganz andere Probleme. Das Einzige, wovor ich Angst habe, sind Abschminktücher. Ungeschminkt original, die billige Version vom Wendler. Ich weiß nicht, ich habe einmal mit einem Typen ungeschminkt gefacetimed. Ich war so gut drauf. Ich so, erstens mal ohne Schminke. Der zieht plötzlich so seine Hose wieder an. Sein Oberteil, der guckt mir so tief in die Augen und sagt, Entschuldigung, Herr Amir, ich habe großen Respekt vor Ihrer Tochter. Der dachte einfach, ich sei mein Vater. Ihr seid doch ein Paar, ne? Mega süßes Paar. Schaut dein Freund anderen Frauen hinterher? Ja? Die sagt ja und der so, nein. Bei mir war das so, also, aber der schaut, also der sieht so lieb aus, der eigentlich, hä? Auch er? Oh. Bei mir so, ich war mit einem richtigen Fuckboy zusammen, der hat anderen Frauen hinterher geschaut, das versteht man eher. Und ich habe mich so mal gefragt, was bringt das den Männern, anderen Frauen hinterher zu schauen? Oder andere Bilder zu liken von Frauen, warum? So denkst du, wenn du so Bilder von halbnackten Frauen likest, schaut irgendwann mal Adriana Lima so auf ihr Profil und denkt sich, der Hans aus Gütersloh hat mein Bild geliked. Dahinter lasse ich doch direkt mal eine DM. Wenn ich Glück habe, bumst er mich vielleicht in seiner Kfz-Werkstatt. Würde doch niemals passieren. So was likest du ihre Bilder? Guck sie dir doch an. Da hat immer so andere Frauen hinterhergeschaut, so im Club. Ich hab's gehasst. Warum? Da hat immer andere Frauen hinterhergeschaut. Und das war früher so bei mir so, ich bin größter Fan von Frauenfeministen, aber wenn man verliebt ist, wird man manchmal so verrückt, dann ist man so eifersüchtig, da wollte ich die Frau so schlecht machen. Ich so, siehst du die? Die treibst mit jedem. Und der so, die treibst mit jedem, der Arm muss ja geholfen werden. Da lacht einer aus Erfahrung hier so. Du guckst auch anderen Frauen hinterher? Nein. Du, ja, der war so völlig so, der so völlig in seiner Welt, geil. Nee, war echt stranger Moment. Das war auch so einer, wisst ihr, woran ihr merkt, dass der Typ das nicht so richtig ernst meint? Der hat immer so sein Handy immer umgedreht. Ich habe nie sein Bildschirm von vorne gesehen. So wirklich, ohne Mist, so einmal sein Bein hat wehgetan. Der so, Schatz, ruf den Notarzt. Ich so, Schatz, gib mir dein Handy. Der so, oh, so schlimm ist es doch nicht. Ich so, gib mir dein PIN-Code, dein Bein ist gleich ab. Ich fahr Automatik. Ist alles so kompliziert. Wir kommen zum nächsten Künstler. Und der allerletzte Künstler für den heutigen Abend, also das wird hier der letzte Künstler sein. Das war auch cringe. Oh mein Gott. Der letzte Künstler, der jetzt auf die Bühne kommt, ist, ja. Ist ein großartiger Künstler. Er hat eine eigene Show in Berlin. Little Stage Comedy. Hier kommt für euch der Samuel Sibitzky, Riesenapplaus! Jawohl, danke schön. Ja, professionellste Anmoderation aller Zeiten, Alter. Krass, Alter. Hier kommt das Allerletzte. Na, egal. Aber schön, hier zu sein auf jeden Fall. Bevor es gleich hoffentlich lustig wird, nochmal kurz was Ernstes, weil ich weiß, es wird aufgezeichnet, es sehen ein paar Leute. Ich bin hier vorhin Eberswalder Straße ausgestiegen, war so ein Aushang. War ein DIN A4-Blatt an der Laterne, war eine Vermisstenanzeige. Ne? Und sowas ist immer scheiße. Stand drauf, Jonas, 12 Jahre, wird seit Samstag vermisst, trug zuletzt eine braune Korthose, eine rote Jacke, eine Käppi, Turnschuhe und wird halt vermisst. Und du denkst dann halt so, wie müssen die Eltern sich fühlen? Man fühlt halt mit, du denkst dir so, was muss das für die Eltern für ein Gefühl sein? Also was muss das für ein Gefühl sein, wenn du weißt, dein eigen Fleisch und Blut kombiniert eine braune Korthose mit einer roten Jacke? Ja.
Ey, seid mir nicht böse, ne? Aber so jemand gehört aus dem Verkehr gezogen. Ja. Ja. Wer sich denkt, ist böse, geht genauso weiter. Der letzte Künstler. Ja. Ich war letztens war ich beim Arzt, nach langer Zeit mal wieder. Ich bin eigentlich ein gesunder Typ, so war seit sehr langer Zeit wieder beim Hausarzt und da saß eine neue Sprechstundenhilfe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Leute, die haben in ihrem gesamten Repertoire einen Gesichtsausdruck. So. Und die saß da so. Vielleicht war die nett. Vielleicht hatte die einfach nur einen Muskelkater in der Fresse. Ja. Man weiß es nicht, ne? Ich gehe zu ihr hin, sie sagt zu mir, was kann ich für Sie tun? Und ich stehe da so beim Arzt und denke mir so, ja, Erdbeerplunder. Und da wusste ich schon, die Alte ist scheiße. Aber nicht so ein bisschen scheiße, sondern richtig scheiße. Die hat mit 5 Jahren bei Ikea schon gehört, so, meine Damen und Herren, kann man jemand bitte die kleine Scheiße aus dem Spieleparadies abholen? Scheiße. Ich sitze im Wartezimmer, 1,5 Stunden lässt sie mich warten. Ich komme dahin, sie sagt zu mir, Originalzitat, sie sagt, Herr Sibilski, ich soll Ihnen schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse ausrichten. Ihre Karte ist abgelaufen. Ich sage, ja, das kann sein. Ich war lange im Ausland, aber bestimmt können wir das ja. Also wie gesagt, schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse. Die Karte ist abgelaufen. Ich sage, ja, ich bin ja nicht doof. Also, aber wie gesagt, schöne Grüße von Ihrer Krankenkasse. Die Karte ist abgelaufen. Herr Werner, Sie können jetzt zum Doktor. Tschüss, Herr Sibilski. Hat mich da stehen lassen wie ein Haufen Scheiße. Ich war sauer. Ich war richtig sauer. Ich war aber nicht sauer, weil ich meine Medikamente nicht bekommen habe. Wisst ihr, warum ich sauer war? Schöne Grüße. Guck mal, ich kenne doch die Leute von der AOK. Die haben vielleicht gesagt, so, ja, sagen Sie mir, Herr Sibilski, der soll die Karte hin. Schöne, guck mal, du bestellst keine schönen Grüße, wenn es um eine schlechte Nachricht geht. Das machst du nicht. Ne? Jo, Adolf. Grüß dich, der Heinrich hier. Ich soll dir schöne Grüße vom Josef bestellen. Die Russen sind jetzt da. Gibt's nicht. Ist nicht. Die Sau, ey. Dann hat die da reingefreestylt. Ja. Ja. Bin ein böser, bin so ein Zyniker. Ne? Bin eher so ein lebensverneinender Typ. Ja. Maximal intolerant auch, obwohl ich mir das gar nicht leisten kann. Ist mir egal. Ne? Auch gerade während Corona noch intoleranter geworden, als ich es eh schon bin. Saß letztens in der Bahn, saß mir so ein Typ gegenüber. Ne? Der hatte die Maske nicht unten. Der hat die Maske nicht oben gehabt. Ne? Und ich sag so, hallo. Jetzt zieh mal die Maske hoch. Und er sagt so, hör mal zu, du hast die Maske selber nicht oben. Ich sag, ja, ich habe aber auch keine Hasenscharte. Leute gibt's, ey. Ja. Ich war viel mit der Bahn. Letztens war ich hier in der U2 Richtung Pankow, ne? Hier Richtung Eberswalder, ist auch so ein Comedy-Club. Und die Bahn war voll, richtig voll. Ich saß aus so einem Vierer, da war noch ein Platz frei, aber rundherum haben alle gestanden. Ne? Steigt ein schwarzer Penner. Genauso habe ich auch geguckt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Und jetzt nicht so schwarzer Penner nach dem Motto so Detlef die Soest, sondern ein Obdachloser. So, ne? Ein schwarzer Obdachloser. Und der war aber auch nicht so wie die weißen Obdachlosen, so mit ganz vielen Jacken, weil es kalt. Der kam im T-Shirt. Kommt da rein, hat gestunken wie Hölle. Setzt sich auf diesen Platz im Vierer, ich sitze da und um den rum alle sind so... FFP2, my ass, Alter. Die Masken bringen nix. Brillen sind beschlagen. Augen haben getränt. Und ich sitze in diesem Szenario und ich gucke mich so um. Und da ist mir aufgefallen, ich bin einfach der Einzige, der jetzt aufstehen darf. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin der Einzige, der aufstehen darf. Wie geil ist das denn? Ich bin der Einzige, der aufstehen darf und sagen darf, bah! Ja, was ist das denn?
Hier bist du dreimal gestorben, oder was? So schön, ich bin der Einzige. Alle anderen müssen sitzen bleiben. Deutsche. Ja. Überragend. Ja? Ist so. Nice, Alter. Schlechtes Gewissen, Alter. Schlechtes Gewissen. Wer aufsteht, ist ein Nazi. Ja. Ja. Freut mich, dass er das feiert. Ich habe auch, obwohl ich so ein Hassgesicht bin, habe ich trotzdem eine Frau. Ne? Und ey, das ist ihre Schuld. Ist diese, keiner hat sie gezwungen. Ich habe auch keine Ahnung, was die. Aber selber schuld. So, ne? Die feiert auch meine Comedy gar nicht. Ne? Immer wenn ich dir irgendwie so neue Gags zeige, so, dann ist die so, ne. Das ist nicht lustig, das ist einfach nur böse. Ne? Und ich sag so, okay. Ne? Aber ich weiß, ob ihr das kennt, ihr seid so mit jemandem jahrelang zusammen, ihr kennt jemanden jahrelang. Und dann passiert so eine Sache, wo ihr euch denkt, heftig, Alter. Das ist mir die ganzen Jahre nicht aufgefallen. Wir waren letztens so im Wohnzimmer und sie sagt so, boah, ich habe heute voll den langen Tag, ne? 11.30 Uhr bis 19 Uhr, gar keine Lust, ne? Ist auch lange, ne? Ist auch echt lange, ne? Wie viele Stunden sind das überhaupt? Und ich sag so, ja, 11.30 Uhr bis 19 Uhr, kannst du, also 19 minus 11,5 kannst du auch selber ausrechnen. Also, du kannst das doch selber ausrechnen, oder? Und sie war so, ich so, warte mal ganz kurz. Random. Wie viel sind 2 mal 19? Hm? Und sie war so. Oh. 36. Ich habe nichts gesagt. Jeder hat sich schon mal verrechnet. Ich meinte so, wie viel sind 2 mal 19? Und sie meinte so. 36. Ich sag so, guck mal, dir ist schon klar, dass das Ergebnis nicht richtiger wird, je nachdem, welche Silbe du betonst, oder? So, du weißt schon, dass 2 mal 19 38 sind, oder? Und sie sagt zu mir, ich schwör's euch, ich kann mir die Scheiße nicht ausdenken. Sie sagt, Originalzitat, sie sagt zu mir, ich rechne das anders. Ja. Offensichtlich. Offensichtlich rechnest du das anders. Und zwar falsch. Das ist doch, Mathe, da gibt's richtig und da ist keine Philosophie, wo es so mehrere Lösungen gibt. Was machst du da? Allergeilste ist, die kommt eine Woche später zu mir und sagt so, guck mal, jetzt bei dir Comedy und Tour wird dir angegangen und auch YouTube und Twitch und jetzt langsam kommt dir auch Geld rein. Soll ich nicht deine Buchhaltung machen? Was? Ey, das dauert ein Jahr, da sitze ich vor Gericht. Wegen versuchter Steuerhinterziehung. Ja. Was soll das sein, Alter? Herr Sibilski, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Euer Ehren, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber meine Frau macht die Buchhaltung. Und was soll das bedeuten? Die rechnet das anders. Kann ich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Letztes Ding, ich wohne oben in Reinickendorf, ne? Habe ich so meine Streaming-Bude, wo ich immer meine Online-Scheiß mache und da bin ich oft alleine. Wie man sieht, ich bin nicht so der Koch. Ne? Und da ist bei uns, ist eine Residenzstraße, ist so eine Thai-Bude. Ne? Und die haben so 4, 5 Gerichte auf der Karte, Hähnchenbox, Nudelbox. Ne? Und da arbeitet eine Frau seit so 10 Jahren, die kann einfach keins davon aussprechen. Und ich denke mir, wie ignorant kann man bitte sein? Das ist doch dein Job, das ist doch dein Lebensinhalt. Wie, warum kannst du, das ist, als wenn du Polizist wärst und du wärst so, hey, no! Hier bin ich meine! Das geht nicht. Die steht da eiskalt. Hättebock. Ich sag, meinst du Hähnchenbox? Der Mede ist so Gemüse, das heißt Gemüse. Zwiebeln, du willst sie so schütteln und so nehmen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du da? Dein Leben besteht aus 5 Worten. Und du kannst keins davon aussprechen. Aber da dachte ich, ich sehe ja gemischte Reaktionen. Ich dachte mir, vielleicht bin ich auch zu hart. Vielleicht bin ich zu hart. Ne? Nächstes Mal, wenn du da hingehst, kommst du der entgegen. Ne? Also habe ich mich da hingestellt und gesagt, Bob. Mette. Und Bebe. Und sie war so. W-
Willst du mich verarschen? Dankeschön! Riesenapplaus für den letzten Künstler des heutigen Abends, Samuel Sibitzky! Wir kommen zum Ende. Hattet ihr Spaß? Komm in das Studio. Geil. Schön. Wirklich einen Riesenapplaus an euch. Ihr wart so eine geile Crowd. Diese Bühne lebt nur von euch. Deswegen Riesenapplaus, dass ihr heute hier wart. Mega für euch. Applaus, Habibs. Es findet jeden Monat eine Show statt hier. Und die nächste Show ist am 20.12. Es sind auch schon einige Tickets weg. Ihr müsst euch beeilen. Genau zwei. Ich soll es ein bisschen interessanter machen. Und ich würde jetzt alle Künstler nochmal ansagen, auf die Bühne holen. Und ich will nochmal, dass ihr den kräftigsten Applaus gibt, den ihr jetzt noch habt, für unsere wunderbaren Künstler. Aladdin! Charilin! Und noch ein Riesenlärm für unsere wunderbare Moderatorin Nega Amiri. Ja.